Unser Europa ist eins, was wirklich die Menschen vor Ort fest im Blick hat, die hier wohnen. Und wir wollen Europa auch zu einem sozialen Europa machen. Ein soziales Europa, das in die Zukunft investiert und in soziale Sicherheit. Alle Menschen sollen spüren, dass Europa für sie da ist und eben nicht nur, wie das häufig in der Wahrnehmung der Fall ist, für große Unternehmen, Konzerne, Banken und so weiter. Dafür stärken wir die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und wir sorgen damit dafür, dass jeder seinen gerechten Anteil an der wirtschaftlichen Stärke Europas auch erhält. Wir schaffen soziale Sicherheit. Das ist gut für die Beschäftigten in Europa, in Deutschland genauso gut wie bei unseren Nachbarn. Denn an jedem Ort in Europa sollen die Menschen von ihrer Hände Arbeit leben können. Wir setzen uns deswegen unter anderem ein für einen länderspezifischen Mindestlohn, einen europaweiten Mindestlohn, der eben am Durchschnittseinkommen orientiert ist des jeweiligen Landes. Das würde für Deutschland, wenn wir von 60% des Medianeinkommens ausgehen, 12 Euro Mindestlohn bedeuten, den wir ja ohnehin fordern. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort und das auch noch für Männer und Frauen. Das ist ein Grundsatz, den wir auch auf europäischer Ebene verfolgen. Wir haben die Entsenderichtlinie auf den Weg gebracht. Das habe ich noch als geschäftsführende Arbeitsministerin getan in einem 16-Stunden-Verhandlungsmarathon. Der muss jetzt gut zur Anwendung gebracht werden. Und damit schützen wir die Menschen auch hier in Deutschland vor einem Dumpingwettbewerb, was die Löhne betrifft. Damit Menschen sich wohlfühlen können, brauchen sie ein gutes Umfeld. Deswegen wollen wir im Rahmen des sozialen Europa auch die öffentliche Daseinsvorsorge fördern, dass die Menschen in den Kommunen nicht dem freien Spiel der Kräfte überlassen sind. Bildung, Gesundheit, Pflege, öffentlicher Personennahverkehr und Ähnliches, das überlassen wir nicht allein dem Markt. Die andere Seite der Medaille ist, dass alle auch ihren fairen Beitrag leisten zu einem sozialen Europa. Das betrifft die Steuern, denn die meisten leisten ganz selbstverständlich ihren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens. Und wir erwarten das eben nicht nur von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und kleineren Betrieben, sondern auch von großen Unternehmen. Auch die müssen ihren Beitrag leisten. Denn der Bäcker an der Ecke will wissen, dass sein weltweit agierender Konkurrent mit Filialen in aller Welt auch Steuern zahlt. Wir wollen einen Wettbewerb um die besten Ideen und nicht um die niedrigsten Steuersätze. Deshalb werden wir eine gemeinsame Bemessungsgrundlage für die Körperschaftssteuer einführen und Mindeststeuersätze für Unternehmen. Internetgiganten, auch das ist bekannt, machen viel Umsatz und zahlen wenig Steuern. Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass Amazon auch im letzten Jahr wieder keine Steuern bezahlt hat. Das ist ein nicht zu erklärender Vorgang gegenüber jedem Einzelhändler, der tagtäglich ganz normal sich gegen den Versandriesen behauptet und trotzdem seine Steuern zahlt. Und das werden wir also mit einer Digitalsteuer ändern und für gerechte Verhältnisse sorgen. Falls eine weltweite Besteuerung von Facebook, Google, Amazon und Co. nicht durchzusetzen sein sollte, werden wir das gemeinsam mit Frankreich auf europäischer Ebene angehen. Ein großes Anliegen, insbesondere für die Sozialdemokratie, was Europa betrifft, ist der Friedensaspekt. Europa ist ein einzigartiges Friedensprojekt. Doch, Lars Klingbeil hat es angesprochen, doch der wachsende Nationalismus in vielen Teilen Europas und der Welt macht uns große Sorgen, denn er führt uns vor Augen, dass Zusammenhalt eben keine Selbstverständlichkeit mehr ist, sondern eine Errungenschaft, die wir täglich schützen müssen. Wir wollen deshalb den Frieden nach innen und nach außen wahren. Nach innen heißt das, für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Europa zu sorgen. Das sind europäische Grundwerte, die wir schützen müssen in allen Mitgliedstaaten. Europa ist wehrhaft, das zeigen die aktuellen Vorgänge. Das Artikel 7-Verfahren ist zwar aufgrund des Vetorechtes derzeit eines, was sich wenig durchsetzen lässt, aber der Europäische Gerichtshof hat gezeigt, dass auch er Maßnahmen aussprechen kann, die zur Gewährleistung von Rechtsstaatlichkeit führen können. Und wir wollen auch, dass Mitgliedstaaten in Zukunft die Zuwendungen aus dem EU-Haushalt gekürzt oder ausgesetzt werden können, wenn sie gegen diese Grundsätze verstoßen. Europa ist auch in der ganzen Welt Friedensmacht, im Spiel der Kräfte in der Welt. Deshalb streben wir einen
Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen an für die Europäische Union und wollen die deutsche Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen im Sicherheitsrat 2019-2020 auch als europäische Mitgliedschaft gestalten.